Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Cities in Motion 2. Ja, mit einem schönen Sternenhimmel. Yippie. Auf jeden Fall, letzte Folge haben wir ja weiter Buslinien ausgebaut. Mussten aber einen Kredit aufnehmen. Ich habe mich einfach sehr, sehr verschätzt mit der U-Bahn-Linie. Ist ein Anfängerfehler, denke ich, darf aber noch passieren. So ewig spiele ich das Spiel jetzt ja noch nicht. Auf jeden Fall würde ich jetzt gerne gleich noch eine nächste Linie bauen, und zwar diese Insel mit der hier verbinden. Davor würde ich ja gerne mal ganz kurz was gucken, und zwar, wie sieht es denn aus mit Linie 7? Jetzt läuft es langsam an. Okay, machen wir mal ein bisschen schneller und gucken einfach mal. Also Buslinie 6, das ist die, die wir hier gebaut haben, die ist richtig nice. Linie 5 ist auch richtig nice, also das ist schon mal gut, das freut mich. Und ich denke auch, das sollte der erste Step sein überhaupt, wenn man hier in eine Stadt kommt, dass man wirklich erstmal die komplette Stadt nur mit Buslinien ausbaut, weil es ist auch einfach das Billigste, dass man erstmal eine Grundbasis an Einkommen hat. Und das läuft ja wirklich ziemlich gut hier. Und das ist noch nicht mal optimiert, also da habe ich keine Fahrpreise eingestellt, keine Zonen eingestellt, die Fahrzeiten sind nicht angepasst. Also man könnte da rein theoretisch noch ziemlich viel rumtunen, wenn man wollte. Aber gut, das muss ich mir merken. Buslinie 7 scheint auch langsam anzulaufen, das ist gut. Werde ich jetzt erstmal noch eine neue erstellen. Ich glaube aber fast, dass ich da noch ein paar... Button. Hallo, ich bin Laura Schubert und eine echte Straßenbahnliebhaberin. Ich weiß, das klingt sicher seltsam, aber ich bin nicht die Einzige. Tatsächlich gibt es einen ganzen Club. Die Straßenbahn-Natika. Really? Na okay, wir würden alles tun, um unsere Stadt, um in unserer Stadt mehr Straßenbahn zu haben. Kaufen Sie 3 Straßenbahnen 0% abgeschlossen, transportieren Sie 180 Personen mit der oder mit den neuen Fahrzeugen. Okay, ja gut, das würde ich später machen. Ich würde gerne erstmal noch ein bisschen Bus ausbauen, wie gesagt. Da würde ich aber, glaube ich, hier noch ein paar Haltestellen hinsetzen und das dann hiermit verbinden mit den bereits vorhandenen. Und ich habe ja auch ein bisschen die Hoffnung, dass wenn dann hier noch ein Bus rüberfährt, dass dann vielleicht hier auch mehr los ist und die Busse noch mehr zu tun bekommen. Müssen wir mal schauen. Also das drüben funktioniert überhaupt noch nicht und macht auch viel zu viel Minus. Also da, das habe ich auch nicht gut gebaut. Das gebe ich ganz offen zu. Habe ich kein Problem damit. Also gehen wir erstmal auf... oh, Busdepot 3, nicht genug Fahrzeuge. Dann kaufen wir erstmal fix Fahrzeuge. Transportfenster, Depot 3. Ja, da wisst ihr was, da kaufe ich jetzt gleich. Wir bauen ja sogar noch eine Linie. Da hole ich gleich jetzt mehrere. Ich übertreibe es aber trotzdem. Ja, machen wir 7 Stück erstmal. So. Und jetzt Haltestellen noch fix bauen. So, so. Ich hole gleich wieder hier die guten. Die gefallen mir echt besser. Okay, müssen wir mal schauen. Also hier. Das Depot ist hier. So. Okay. Man könnte natürlich auch die Haltestellen einfach nehmen, aber ich würde schon gerne das hier auch noch ein bisschen abdecken, das Gebiet. Weil, wir können ja sowieso Haltestellen bauen. Vielleicht bauen wir dann doch irgendwann nochmal einen richtigen Kreis hier lang oder so. Warum nicht? Ja? Die Haltestellen haben wir ja dann da und es macht ja auch Sinn, die dann mehrfach zu benutzen. Ist ja im echten Leben auch so. Also das Depot ist jetzt, habe ich mir hier. Ist das okay? Dann soll der Bus erstmal hier runterfahren. Machen wir hier am besten. Ah nee, das ist mir zu wenig Häuser. Machen wir hier. Hier gefällt es mir gut. So. Ja, das soll dann auch wieder an der Stelle zurückkommen. Machen wir mal so. Machen wir hier weiter. Oder man hätte ihn auch links abbiegen lassen können. Na egal, machen wir es mal hier. Können hier links abbiegen. Ist das eine Einbahnstraße? Nee, ist es nicht. Wenn der hier lang fährt. Machen wir so hier. Ich darf es natürlich jetzt auch nicht übertreiben. Ja gut, er kann doch hier lang fahren. Dann fährt er hier hoch. Ich weiß nicht, jetzt hier noch eine Haltestelle bauen lohnt sich. Ja doch, hier wird es sich lohnen. Doch, doch, hier wird es sich lohnen. Machen wir noch hier. Nee, nee, das müsste... Ah, doch geht. Sehr gut. So, der fährt dann hier lang. Dann würde ich ihn hier auch rechts hochfahren lassen. Dann darf er hier nochmal halten. Da können die Leute auch umsteigen von der anderen Linie. Weil hier habe ich ja, glaube ich, eine Linie müsste hier schon langlaufen. Glaube ich zumindest. So, dann fährt er hier über die Brücke. Hier hin. Und dann hier weiter. Also hier, das heißt, hier muss ich dann nichts mehr bauen. Ich könnte hier noch was hinbauen. Aber ich finde das erstmal... ich würde das hier einfach nochmal verwenden wollen. Also, gehen wir auf... Haltestellen hinzufügen. Buslinie 8, ja. Okay. Als erstes Depot, bitte. Dann hier runter, hatte ich gesagt. So. Dann hier lang. Hier lang. Und der fährt auch wirklich, also der fährt halt auch im direkten Weg dann. Also das ist gut. So, hier ist blöd wahrscheinlich. Da dachte ich mir, da braucht er
35 Minuten. Und hier braucht er 25 Minuten. Ne? Ja, nee, also das sind halt, das ist dann ungünstig, das muss man schon halbwegs gucken, glaube ich, dass es das ein bisschen vom Fahrweg her passt. So, dann hier hin, glaube ich. Nee, das ist ja, oder? Nee, dann lass mal hier runterfahren, würde ich sagen. Fährt das mal hier lang. Dann hier hin. Hier lang. Wir könnten natürlich den auch mit dem Busdepot dann verbinden. Wenn wir das machen, könnten auch Busse von dem anderen Depot kommen, oder? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, hä? Wo ist denn das Busdepot? Hier. Busdepot 1. Da könnte der doch auch von da aus dann Busse losschicken. Ich würde das einfach mal ausprobieren wollen. Da schickt man den noch hier hin. Hier hin. Ah ne, dann ist ja der Kreis zu Ende. Das ist irgendwie will mir das nicht gefallen. Ne, dann machen wir so, bauen wir erstmal einen Kreis. So. Weil ich hatte ja auch extra jetzt immer doppelt gebaut, damit der quasi da noch rückzu dann die anderen Haltestellen anbefahren kann. So, was hätten wir jetzt hier lang? So. 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 Hier noch. Hier noch. Und dann sind wir am Busdepot angekommen. So, das hätten wir. Jetzt muss man wahrscheinlich wieder Busse kaufen. Ich schau mal eben. Linien. Linie 8. Max benötigt Fahrzeuge. 6 Stück. Wie sieht's aus mit dem Depot? Wie haben wir denn? 14. 10, 16. Wir brauchen noch 2, damit das dann jetzt erstmal ungefähr ausreicht. Wir müssen sowieso dann am Ende 20 dort haben. Ich will ja noch mehr Linien bauen. Ich habe das extra im großen Zentral gebaut, deswegen. So, das müsste erstmal passen jetzt. Das hat mal. Und rein theoretisch, ich meine, wir hier haben auch noch überall Platz. Man könnte halt hier echt noch einen großen Kreis bauen einfach, ne? Das sollte ich am liebsten jetzt direkt noch machen, weil jetzt haben wir noch das Geld dafür. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir schon Plus machen. Das weiß ich nicht. Wie sieht's aus? Linie 7. Machen wir noch Plus? Oh, geil. Guckt euch das mal an. Buslinie 6 machen wir 1000 pro Woche Plus, wie es aussieht bisher. Linie 5, naja, 200. Besser als nichts. Linie 4 läuft nicht. Die muss ich mal löschen. So hier. Ja. Naja, bringt zwar auch nicht viel, weil dann, das wird nicht automatisch angepasst, aber egal. Machen sie trotzdem weg. So. Linie 1. Könnte ja sein, dass die jetzt besser laufen. Hoffe ich zumindest, weil ja jetzt da auch mehr Fahrgäste sind. Das ist meine Hoffnung zumindest, dass das jetzt auch nach oben geht. Das wäre cool. Muss man mal ein Auge behalten. Am liebsten würde ich hier jetzt eine Haltestelle hinbauen und dann einfach noch einen großen Kreis bauen. Nicht genügend Fahrzeuge. Ja, wisst ihr was? Ich hole jetzt noch 4 Stück. So. Set mal. Ja, sollte vielleicht auch mal die ganz großen holen, aber es läuft erstmal ganz gut mit denen hier. Das mit den großen und so, das ist auch dann noch ein bisschen, muss man ja dann bestimmt noch ein bisschen mehr anpassen und alles. Und ich finde, dass jetzt mit den Standardeinstellungen das immer schon ganz gut funktioniert erstmal. Die kosten noch nicht so viel Wartungsarbeiten. So, wie sieht's aus? Transportfenster, Linie 8. Machen Plus schon mal. Sehr nice. Und das wird bestimmt noch besser, denke ich. Hoffe ich. Cool. Wir sollten jetzt so langsam so viel Plus machen, dass wir... Ah, ich glaube, das holt langsam ein hier. Die Differenz ist nicht mehr ganz so groß zum Minus. Buslinie 1 und 2. Das könnte was werden jetzt langsam. Wir sollten vielleicht auch mal... Wir haben doch hier... Haben wir zu viele Busse hier? Das weiß ich nämlich gar nicht. Wir haben insgesamt 15 Busse hier und es werden nur 7 benutzt. Ja, das ist scheiße. Dann müssen wir, würde ich sagen, dass wir den hier noch nutzen und hier vielleicht noch eine Verbindung... Aber da haben wir da jetzt schon extra eine gebaut. Da hätte ich das vielleicht umgekehrt machen sollen, hä? Kann ich das nicht einfach austauschen? Ah ne, das ist blöd. Doch, ich könnte doch das hier am Anfang und am Ende einfach setzen. Das müsste da auch gehen irgendwie. Errungenschaft freigestellt. Transport ist das Geschäft. Aber wisst ihr, ich lasse das erstmal. Ich werde jetzt erstmal oben, glaube ich. Oh ne, ich probiere es immer kurz aus. Das kann zwar jetzt kurz Hummelarbeit sein, wenn ich merke, ich krieg's nicht hin, dann lasse ich's. Und zwar muss ich Linie 8 gehen. Haltestellen hinzufügen. Und wenn ich das jetzt austausche, ist ja das Problem. Dann müsste das eigentlich genau umgekehrt ablaufen, ne? Glaube ich. Ich drück mal kurz Pause. Entfernen.
entfernen. Haltestellen hinzufügen. Zu wenig Platz für die Fahrzeuge. Ja, das Problem ist jetzt, der fährt zuerst zur Haltestelle 93. Haltestelle 93 ist doch die hier oben, glaube ich, ne? Nee, das ist doof. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach mal ganz schnell nochmal von vorne. So. Ich hoffe, das reicht von Fahrzeugen aus. Ich hoffe es. Aber ich mache das jetzt einfach mal schnell. Nur versetze ich dann... Muss ich mir was überlegen. Keine Ahnung, wie wird das schon funktionieren. Aber ich glaube, das ist effektiver, weil dann kann ich nämlich mit dem großen Depot das hier noch alles abdecken dann. Weil sonst haben wir dann Busmangel und können dann nicht mehr machen und ich müsste erst ein neues Depot bauen. Das ist jetzt so mein Plan, weswegen ich das fix machen möchte. Also, der darf jetzt, oh, das ist ja jetzt echt nicht so leicht. Ich bin noch Linie 8, ne? Machen wir mal, wieso kriege ich denn nichts angezeigt? Machen wir so. Nein, Haltestellen hinzufügen. Das ist dumm. So lang. So. So. Ich hoffe nur, dass dann hier genug, ich werde den jetzt genauso machen halt. Also ich werde es genauso machen wie davor. Ich hoffe nur, dass dann genug Busse da drin sind. Ich denke mal schon. Nur falls tue ich die Intervalle einfach nur ein bisschen erhöhen. Nur falls kann der das andere Depot ja noch unterstützen. Ich hätte vielleicht, das wäre besser gewesen, eine andere Linie dafür erstellen sollen oder so. Ich weiß es gerade nicht. So, hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Ne, das ist ja ein Bus. Was ist denn, wenn ich das jetzt miteinander verbinde? Dann könnten quasi von beiden Busse fahren, ne? Ich weiß nicht, ob das was bringt, ob das gut ist. Aber so wären die doch eigentlich flexibler. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Probieren gegenüber studieren. Ich teste es einfach mal. Ob das irgendwie Sinn macht. Am Ende kann man das bestimmt auch so editieren, dass man in der Mitte irgendwas reinsetzt. Das hätte ich vielleicht gleich machen sollen. Aber ja, gut, sorry. Es geht bestimmt. Man muss bestimmt nur anklicken und dann wird danach die nächste Haltestelle, die man anwählt, wird dann dazwischen gesetzt. Und da hätte ich mir einfach nur die raussuchen sollen, die direkt kommen soll, also damit ich halt dieses eine Busdepot noch einfügen kann, so meine ich das jetzt sozusagen. Ihr wisst schon, was ich meine, hoffe ich. So, dann schickt man wieder zurück. Hier lang. Nee, hier ist doof. Hier lang. Nee, hier, so hier. So. 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 Könnte auch. Nee, da ist noch ein Bus. Das soll jetzt, ist das das Busdepot? Nein, wo ist denn das Busdepot? Ach da, okay. Na, dann lassen wir noch hier mal halten. Und hier. So. Das hätten wir. Dann gucken wir jetzt mal. Linie 8. Max benötigte Fahrzeuge 9. Ich glaube, ich habe jetzt Mist gebaut. Dann mache ich jetzt den Intervalle einfach so hoch, dass es erstmal passt. Das geht jetzt nicht anders. Der ist ja voll ausgelastet, ne, mit Bussen. Ich guck mal kurz, was für Busse da überhaupt drin sind. Fahrzeugliste. Ja, halt, ich mach mal. Wobei ja auch von der anderen Busdepot welche kommen können. Ich mach mal schnell und beobachte das jetzt einfach mal. Linie 8, max benötigte Fahrzeuge. Durchschnittlich benötigte Fahrzeuge 5,1. Fahrzeugliste anzeigen. Bus 13. 1 von 8. Ja, aber die können doch jetzt von beiden Depots kommen, die Busse. Das kann doch nicht so schlecht sein eigentlich. So verstehe ich das zumindest gerade. Weil sind ja beide miteinander verbunden. Ich hoffe es. Busdepot 2, nicht genügend Fahrzeuge. Ja, das ist aber ein anderes Depot. Ja, wir kaufen halt noch welche. Hä, das sind 7 von 7, das ist doch in Ordnung. Ich kaufe halt nur einen. So. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt Mist war. Es kann sein, dass das echt Murks war, was ich jetzt gemacht habe. Keine Ahnung. Ich dachte mir halt, ich will das jetzt noch verteilen. Aber damit das jetzt schnell geht, werde ich jetzt hier mal fix eine Linie erstellen erstmal. Guck
gucke jetzt erstmal, wie sieht es denn aus, Linie 8? Fahrzeuge im Einsatz 3 von 8. Ach, ich glaube, das wird schon anlaufen. Mich würde jetzt nur interessieren, von welchem Depot die aus benutzt werden. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das muss ich dann wahrscheinlich noch selber dann noch ein bisschen nachjustieren alles. Dass das dann passt. Aber irgendwie wird das schon klappen. So, neue Linie erstellen. Davor werde ich aber ganz fix jetzt hier noch Haltestellen hinsetzen. Bauen. So, so. Und wieder die hier. Okay, also wollen wir von hier aus machen. Da fährt, wenn wir die hier einfach mit benutzen, denke ich, so wollen wir einen ganzen Kreis machen. Ich würde einfach nur das hier erstmal nur abdecken wollen. Oder, ich habe eine Idee, wir verbinden das hier mit noch. Das ist eigentlich auch ganz cool. Was haben wir denn hier? Wirtschaftsfenster? Nein. Datenfenster? Gebäude? Weil hier haben auch viel Arbeit und Freizeit. Wenn wir, bauen wir einfach so einen Kreis, der so hier geht, würde ich sagen. Machen wir mal. So, so. Haltestellen. Ja, dann lass mal erstmal von hier starten. So. Will ich das jetzt hier noch runterbauen? Ja, das will ich. So, weil hier haben wir noch gar nichts. Kann das einfach. Es kann nicht schlecht sein, wenn hier noch gar nichts ist. Ist zu viel, dann machen wir hier mal noch. Oder? So hier. Aber ich muss ja auch die andere Seite noch machen, stimmt. So. So. Na? Das ist eine Einbahnstraße, oder was? Okay, dann müssen wir so hier machen. Okay, dann fährt er hier hoch irgendwie. Ja, würde ich so hier setzen. Das ist, glaube ich, noch das Effektivste. So hier. Ah, nee, halt. Na doch, der kann doch so hier fahren. Das ist doch in Ordnung. Das ist jetzt auch kein Umweg oder zumindest kein großer. Ah, ich wollte hier oben noch machen, ne? Ja, dann lassen wir das erstmal hier. So schlecht kann das nicht sein. Dann fährt er erstmal von hier hoch. So hier. Dann hier weiter. So. Ja, ich hätte schon gerne echt effektiver ein bisschen. Ja, mach mal halt hier. Mach mal so hier. So. Die andere Seite auch noch. Hier habe ich auch vergessen, die andere Seite zu machen, ne? Mach mal direkt, ne? Ja, da hätten wir das jetzt auch abgedeckt. Das reicht doch aus, denke ich. Man könnte halt hier noch eine hinbauen, aber das wird mir dann zu viel. Okay, und jetzt das hier mit noch verbinden noch. Machen wir mal hier die erste irgendwie. Hier. Dann kann er ja eigentlich hier abbiegen. Nach unten. So hier. Ich darf es jetzt nicht übertreiben, ne? Ich darf es jetzt wirklich nicht übertreiben. Aber ich würde schon gerne noch ein bisschen mehr verbinden. Wie viel haben wir noch? 7000. Da müssen wir mal schauen. Ah ne, die ist doof. Weil hier ist Wald überall. Naja gut, ich kann es jetzt nicht ändern. Ich kann es erstmal nicht ändern. Ich lasse das erstmal jetzt so. Und hier die nächste. Ich glaube, so lassen wir es jetzt erstmal. Das wird mir sonst zu viel. Da fährt er so. Ja, jetzt habe ich ja fast schon wieder einen Kreis gebaut. Fährt jetzt hier lang. Ja, der fährt der übelste Strecke. Der fährt jetzt so hier. Und dann hier rüber und hier nochmal im Kreis. Und dann fährt er wieder zurück. Ah, da hätte ich da jetzt gar keine zwei Haltestellen gebraucht wahrscheinlich, oder? Ja, ich lasse die jetzt erstmal so stehen und fummel das jetzt mal irgendwie zusammen. Wir werden ja sehen, was dabei rauskommt. Ob das jetzt so toll ist, was ich hier mache, weiß ich nicht. Und ich habe auch das Gefühl gerade, wir machen Minus. So, neue Linie. Busdepot, Busdepot, Busdepot. Hier. Ach ja, ich muss ja wieder hinzufügen. Hier, so. Dann darf der als erstes hier lang fahren. Würde ich sagen. Wir könnten auch hier. Nee, hier ist ungünstig. Machen wir hier. So. Dann hier lang. Ja, der Weg ist doch halbwegs effektiv so. So. Hier lang. Geht das irgendwie? So ist eigentlich nicht schlecht, ne? So. Dann. Hier lang. Hier lang. Ja, das kann was werden, ey. Dann machen wir erstmal hier. Oh nein, das ist scheiße. Das ist gut.
Ja, mach mal jetzt so, weil das ist schon wieder mir zu. Oder ist der Umweg zu krass? Ich lasse ihn erstmal hier lang fahren. So. Ist ja jetzt nicht so schlimm, wenn jetzt erstmal nicht jede Haltestelle befahren wird. Dann hier lang. Wie lange fährt er jetzt schon? 3 Stunden, 50 Minuten. Hier lang. Ja. Wird schon irgendwie gehen, wie ich es jetzt mache. Es war jetzt nicht so super ideal alles, aber naja. Ja, dann lass man halt hier erstmal wenden und lassen dann hier wieder zurückfahren. Keine Ahnung. So. Also, das habe ich nicht so super gelöst. Ist hier das auch? Ich kann den aber jetzt eigentlich nicht hier überall nochmal. Naja, ich lasse es, ich lasse den. Ja, doch, ich lasse ihn nochmal so zurückfahren. Aber das ist schon wieder super umständlich, wenn er hier lang fährt. Machen wir jetzt erstmal so hier. Anders geht's jetzt nicht. Auf jeden Fall stehen schon Leute da. Das ist schon mal gut. So. Okay, das hätten wir. Er ist jetzt 11 Stunden unterwegs. Wie viele Fahrzeuge braucht man dafür jetzt? Wie läuft Linie 8? Ah, scheiße. Wir machen jetzt Minus mit Linie 8. Ich glaube, das war schlecht, was ich da gemacht habe. Ich hätte das nicht ändern sollen. Ich hätte das nicht ändern sollen. Mit der machen wir noch Plus. Mit der machen wir richtig gut Plus. Also mit der machen wir tatsächlich 1000 pro Woche. Das ist gut. Mit der machen wir auch Plus. Aber hey, Buslinie 2 läuft ein bisschen besser. Machen zumindest fast kein Minus mehr. Buslinie 1 machen wir jetzt auch Plus. Das heißt, das verbindet sich jetzt alles miteinander. Das ist super. Linie 3 machen auch schon Plus. Aber ich habe das Gefühl, dass wir da nicht genug Busse mehr haben dann. Müssen wir mal schauen. Max benötigte Fahrzeuge. So, wie sieht es hier aus? Okay, aber es zählt halt, die andere Linie zählt nicht mehr dazu. Und hätte ich jetzt nicht die andere Linie gebaut, also Linie 8, hätte ich die nicht verändert, dann hätte das Depot jetzt nicht genug Fahrzeuge. Dafür. Und ich bin der Meinung, man könnte jetzt hier auch nochmal einen Kreis bauen, wenn man will. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt, aber ich könnte es mir vorstellen. Wir haben jetzt auch, wie sieht's aus hier? Bürgermeister Stefanie, 13% haben wir. Also 15 haben wir noch nicht anscheinend. Ich weiß ja, wir scheinen Plus zu machen, oder? Ich hoffe es zumindest. Sieht so aus, ne? Bewegt sich nach oben. Man könnte das ja jetzt, müssen wir mal gucken, ey. Muss es, man hat halt so viel, was man hier noch zu verbinden hat. Und ich bin wirklich nur bei Bus. Ich muss ja auch eine Straßenbahn bauen. Hier können wir mal Wassertaxi bauen. Das Gebiet haben wir noch gar nicht verbunden. Ich glaube, das werde ich nächste Folge machen. Also vielleicht haben wir ja sogar hier noch genug Kapazitäten in dem Depot hier mit den 20 Bussen, dass wir hier rüber noch was bauen können. Oder wir bauen hier erstmal einen Kreis oder so, dass die auch in dieser Gegend hier allgemein rumkommen. Das muss ich mir noch überlegen. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, auch wenn das wieder ein bisschen verpeilt war. Ich glaube, es war nicht komplett umsonst, dass ich das nochmal geändert habe, da wir jetzt hier einfach mehr Kapazitäten dafür in diesem Depot dann haben. Ne? Rede ich mir jetzt mal so schön. Gut, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch nächste Folge dann wieder am Start seid. Bis dahin, macht's gut. Tschö.